Tja, und wie es wettertechnisch weitergeht, das fragen wir jetzt unsere Maira. So richtig trocken wird es nicht in den nächsten Tagen, oder? Guck dir mal die Bilder an, die Maira mitgebracht hat. Ja gut, das ist natürlich ein aktuelles Bild, das ist klar. Und die Böden, die sind halt gesättigt aufgrund der vielen Niederschläge der vergangenen Zeit. Hinzu kam ja die Schneeschmelze. Gott sei Dank regnet es jetzt nicht so viel. Du hast recht, es kommt ein bisschen was nach, aber es ist glücklicherweise nicht viel. Auch wenn, das muss man ja bedenken, derzeit ja Tiefdruckgebiete unser Wetter bestimmen. Heute allerdings wirklich nur mit wenig Regen, der bei uns ankommt. Aber die Hochwasserlage bleibt angespannt. Wir haben es ja auch gerade im Beitrag gesehen. Also die Böden sind aufgrund der vergangenen Niederschläge oftmals so gesättigt, dass sie halt kaum mehr Wasser aufnehmen können. Auch die Talsperren können nicht mehr so viel Wasser fassen. Deiche weichen halt gefährlich auf. Und die rot markierten Bereiche hier, ja, zeigen aktuell, wo die Lage wirklich derzeit kritisch ist. Auch das haben wir gehört. Mehr als 100.000 Feuerwehrleute sind im Dauereinsatz. Dazu kommen Kräfte des Technischen Hilfswerks und andere Hilfsorganisationen oder andere Helfer. Das Wetter gibt, wie gesagt, etwas Hoffnung. Heute erwartet uns oder erreicht uns nur ein relativ schwaches Regenband, welches sich halt eben von Rheinland-Pfalz über den Schwarzwald bis hin zu den östlichen Mittelgebirgen hin ausbreiten wird. Dazwischen ein überwiegend trockener Tag, zum Glück. Und außerhalb des Nebels scheint sogar auch Richtung Alpenvorland und Alpen für längere Zeit heute die Sonne. In einem breiten Streifen von Nordrhein-Westfalen bis hoch zur Ostsee und dann auch bis runter nach Sachsen ein sehr freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Ebenfalls auch trocken an der Nordsee sind immer mal wieder einige Schauer oder auch Gewitter unterwegs, kommt aber auch nicht viel zusammen. Dazu pfeift aber da ein ganz schön ordentlicher Wind in Sturmböen. Die Höchstwerte schaffen es dabei im bayerischen Nebel auf bis zu 6 Grad. In München werden es dagegen äußerst milde, kann man schon sagen. 14 Grad und auch sonst doch deutlich milder noch als gestern. Und ab morgen bleibt es dann auch in großen Teilen im Süden weiterhin trocken, oftmals auch mit Sonnenschein. Ansonsten ja, mehren sich, guck mal gleich mal auf die Aussichten, wieder die Schauer. Vor allem an Silvester wird es generell unbeständig. Immerhin begrüßt uns dann das neue Jahr doch wieder freundlicher. Und generell, die Temperaturen bewegen sich weiterhin auf einem wirklich hohen Niveau. Heißt, ja, der Winter, der ist in weiter Ferne, der ist erstmal nicht in Sicht. Ja, aber so wie es aussieht, könnte es ja tatsächlich an Silvester, wenn ich mir den Sonntag angucke, aber richtig schiffen. Ja, es wird unbeständig. Ja, ja, das wird dann auch nicht so schön. Dankeschön. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.